Schere. Kann ich ja immer noch machen. Oh nein, oh nein, oh Hölle, nein. Muss ich in den Knast die Folgen meines Verskotzen-Videos? Hallo, da bin ich wieder. Heute sprechen wir mal darüber, wie aus einem unterhaltsamen Video ein waschechter Skandal werden kann. Also, los geht's. Ja, seltsam schauen wir gleich fertig, es geht nur 7 Minuten, seltsam schauen wir gleich. Heute geht's. Wir müssen nur kurz ein paar Sidequests machen, versteht ihr? Es ist nochmal darum, wie ich mich undercover als Fake-Maskottchen beim Eröffnungsspiel der Europameisterschaft eingeschlichen habe. In den Monaten Recherche ist uns einiges aufgefallen, das bei der Europameisterschaft nicht so ganz rund läuft. Aber fangen wir erstmal da an, wo das letzte Video geendet ist, nämlich im Knast. Folgende 3 Punkte werden mir aktuell vorgeworfen. Mann, das ist kacke, weil ich habe das Video nicht gesehen. Ich werde voll gespoilert. Nämlich Hausfriedensbruch, Urkundenfälschung und das Erschleichen von Leistungen. Bitte habt Verständnis dafür, dass ich mich zu den 3 Punkten natürlich aktuell nicht äußern kann, weil alles, was ich hier sage, kann und wird vor Gericht gegen mich verwendet werden. Ich möchte euch natürlich auch noch mal ein paar Einblicke geben, was nach meiner Festnahme alles passiert ist. Denn ich habe natürlich ein paar Stunden erstmal dort in der Gefangenen-Sammelstelle im Stadion. Als ob der wirklich da drin war, ey. Verbracht, muss aber sagen, die Polizisten vor Ort sind wirklich 10 von 10 nett. Auf die lasse ich nichts kommen. Die waren nett, die waren zuvorkommend, die haben mir Wasser gegeben. Ich konnte Rückfragen stellen. Hey, wie läuft das hier? Wie lange muss ich denn ungefähr noch hier bleiben? Kann ich wirklich nichts gegen sagen. Der Staatsanwalt, der war sehr bestimmt. Das muss er natürlich auch sein in seinem Beruf. Und im Laufe des Abends wurden dann von mir Fingerabdrücke genommen. Es wurden Fotos gemacht. Ich wurde gefragt, ob ich Angaben machen möchte. Digga, Bro, musst du so Foto machen? Checkt ihr diese Gefängnisfotos? Pascal und ich haben nichts gesagt. Ja, und dann haben wir erst noch mal ein paar Stunden zur Identitätsfeststellung in der Zelle verbracht, bis wir dann so gegen 2 Uhr nachts freigelassen wurden. Nee, ohne checken wir nicht. Mein Kostüm, ohne die wunderschönen Plüschschuhe, bin ich dann in Socken nach Hause. Mann, Bruder, ich kann nichts dazu sagen. Ich habe jetzt tausende Fragen, die mir wahrscheinlich im Video beantwortet werden. Aber Bruder, wie zum Fick hat das geschafft, so ein Maskottchenkostüm zu haben? Wo kauft man sowas? Bis zum Zeitpunkt, wo wir dieses Video aufnehmen, wurden... China? Ja, kann ich mir auch einfach so ein Ding machen und kann dann EM-Spiel gucken. ...auch meine Sachen komplett beschlagnahmt, das heißt das komplette Kostüm, die beiden Handys, die wir dabei hatten, die beiden Mikrofone, die wir dabei hatten und ein AirPod, der noch in meinem Ohr steckte. Außerdem gab es ja vor Ort den Hinweis eines hohen Funktionärs der UEFA, dass ich dieses Video doch bitte nicht veröffentlichen möchte, weil man sonst in aller Entschlossenheit dagegen vorgehen würde. Und das tat man auch. Kurz vor Release des Videos habe ich eine E-Mail bekommen. Egal, alles für den Content, Digga. Gut, dass er hochgeladen hat. W. Wo drin stand, bitte unterschreiben Sie diesen Bogen, dass Sie das Video nie veröffentlichen, sich auch nicht dazu äußern, sonst gibt es eine saftige Geldstrafe. So eine Unterlassungsklage oder auch Abmahnung genannt, kann man unterschreiben, kann man aber auch lassen und dagegen mit einem Anwalt vorgehen. Wir haben uns dazu entschieden, natürlich das nicht zu unterschreiben, dem nicht zuzustimmen. Und dementsprechend ist das Video online gekommen, weil ich auch finde, dass ich mich in meiner Presse- und Meinungsfreiheit nicht einschränken lassen sollte. Das Video ist dann also trotzdem online gegangen und es kam ja auch sehr gut an bei euch. Und dementsprechend ist es am Folgetag... Digga, 3 Tagen 2 Millionen Klicks ist kranke Scheiße, Mann. Und ich habe es immer noch nicht gesehen. Auch auf Platz 1 in den YouTube-Trends eingestiegen. Allerdings ist es auf kuriose Weise nach kurzer Zeit dort wieder verschwunden. Und ich stelle mir bis heute die Frage, was denn da passiert ist. Vielleicht hat ja auch jemand im Hintergrund einfach mal bei YouTube nachgefragt und ein bisschen Druck gemacht und gesagt, hey, dieses Video solltet ihr mal überprüfen, ob es gegen eure Richtlinien verstößt und solange solltet ihr es mal aus den Trends rausnehmen. In den Tagen nach der Videoveröffentlichung haben sich dann tatsächlich auch bei mir 2 Kooperationspartner gemeldet, die mit mir zukünftig nicht mehr zusammenarbeiten wollen. Was? Im ersten Moment war ich darüber schon ein bisschen überrascht. Was? Digga, 2 Partner verloren? Aber ich muss auch dazu sagen, jetzt ein paar Tage später kann ich das schon irgendwie nachvollziehen. Im Endeffekt würden sie sich ja durch mich mit der UEFA anlegen und vielleicht möchten sie in Zukunft auch mit der UEFA zusammenarbeiten. Dementsprechend kann ich das verstehen und habe da kein böses Blut. Ja, gut. Weiß ich nicht. Worüber ich mich allerdings sehr gefreut habe, ist, dass es auch Partner gibt, die sich einfach mal so bei mir gemeldet haben und gesagt haben, hey Marvin, aktuell scheint ja bei dir doch ein bisschen mehr los zu sein. Wie geht's dir denn damit? Können wir dir irgendwie helfen? Können wir irgendwie supporten? Und tatsächlich war einer der Kooperationspartner, die Er will anscheinend nicht in die UEFA. Ups. Kurzer Break. Einmal durchatmen. An der Stelle möchte ich mich einfach mal bei euch bedanken, dass ihr das Video genauso verstanden habt, wie ich es gemeint habe. Und dass ihr den Journalismus trotz unterhaltsamer Aufmachung auch gesehen und verstanden habt. Ich möchte mich natürlich nicht mit Böhmermann vergleichen, aber auch damals bei der Schwiegertochter-Gesucht-Thematik war es ja
ja ein ähnliches Prinzip. Es wurde ein unterhaltsames Video gemacht. Das war ein Video, ich dachte, das hat geklingelt. Nichtsdestotrotz wurde natürlich darauf hingewiesen, dass es dort Missstände gibt. Und ich finde, genauso war es auch hier. Und tatsächlich sehen und verstehen das auch die klassischen Medien, wie zum Beispiel die FAZ, die SZ oder der Tagesspiegel, wo einige der besten Journalisten dieses Landes arbeiten. Andere hingegen sehen das ganz anders. Aber auch das muss ich akzeptieren und auch, dass mich der Vorsitzende der Bayerischen Polizeigewerkschaft als Spinner bezeichnet und dann ein paar Tage später bei SternTV sitzt und behauptet, dass ich das Ganze nur für Geld und Fame machen würde. Ich muss sagen, die Kritik kann ich nicht so ganz verstehen, weil würde man dem Prinzip folgen, dann dürfte ja kein Enthüllungsjournalist dieser Welt mehr Geld verdienen, egal wo er veröffentlicht, ob beim TV, ob er ein Buch schreibt oder für eine Zeitung schreibt. Ein weiterer Kritikpunkt, den ich nicht so ganz nachvollziehen kann, ist, dass ich jetzt wohl Vorbild für diejenigen wäre, die das Ganze nachahmen wollen. Und ich finde, wir haben uns da schon ziemlich an Prinzipien gehalten. Wir haben die ganzen Ausweise, die öffentlich auf Instagram gepostet wurden, im Nachhinein gepixelt, damit die Daten und QR-Codes nicht weiterverwendet werden können. Wir haben unsere Ausweise, die wir verwendet haben, gepixelt. Wir haben die Vorhergehensweise, das heißt das ganze Papier, die Folien, die Schneidemaschinen, haben wir auch gepixelt. Bruder, die sind einfach nur mad, weil die scheiße sind und der reingekommen ist. Digga, das ist so krass. Bro, ich habe nur TikToks, ich habe mir das Video, wie gesagt, noch nicht angeschaut. Aber Bruder, ich habe TikToks gesehen, dass der stand einfach auf dem Feld während dieser verfickten Eröffnungsfeier. Bruder, der hätte legit eine Waffe haben können oder eine Bombe und alles machen können. Das ist krank. Und ich bin immer der Auffassung, man muss die Probleme klar benennen und auch mal unbequem aufzeigen, damit sich im Nachhinein auch was ändert, weil so leicht sollte niemand unangemeldet ins Stadion kommen. Und ich finde, es sollte was geändert werden. Vor allem an der Stelle, wenn Sicherheitsmitarbeiter nicht ausreichend geschult werden. Zum Beispiel bei den Proben stand dort ein Sicherheitsmitarbeiter und hat Pässe rausgegeben. Und auch wir sind dort einfach hingegangen, haben gesagt, wir gehören dazu. Dann wurde gesagt, hier hast du eine Liste, streich mal deinen Namen durch. Da wurde nichts kontrolliert und so sind auch wir an unsere Zugangskarten gekommen. Ein anderer Punkt ist... Digga, und dann bei so Influencer-Events sind die richtig streng immer, Alter, das kriegt ihr nicht mit, aber wenn ich dann irgendwie so meine Karte vergessen habe, dann sagen die, nein, du bleibst jetzt hier, das, und dann zeige ich denen so meinen Kanal, so, jo, hier, ich bin der und der, nein, du brauchst ein Ticket, die sind da richtig streng. Dass die Zeremonie von einem Subunternehmer veranstaltet wurde. Dafür wurden natürlich Leute gesucht, um den Teppich, die Flaggen und eine Bühne reinzutragen. Die haben dafür natürlich auch Geld bekommen, Minijobgehalt und durften als... Ja, eben, lieber streng als gar nicht, so wie bei EM. Da sagen, oh ja, passt, komm rein. Dank dafür natürlich auch das Eröffnungsspiel im Stadion gucken. So wurden sie zumindest gelockt. Ein paar Tage nach Beginn der Arbeit wurde dann aber klar, nee, dürft ihr gar nicht. Nachdem ihr die Sachen reingetragen habt, müsst ihr raus aus dem Stadion, ab nach Hause, kein Platz für euch. Und so haben dann einige Leute natürlich gesagt, das lasse ich nicht mit mir machen, ich hau ab, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und so wurden roundabout 15 Plätze wieder frei, die mussten aufgefüllt werden. Und was war die Konsequenz daraus? Die Plätze mussten aufgefüllt werden und dementsprechend wurden ganz schnell Leute gesucht, die dann natürlich keinen personalisierten Pass bekommen haben. Das heißt, der Name fehlte, das Bild fehlte. Trotzdem hat man einen QR-Code und einen NFC-Chip bekommen, mit dem man sich frei im Stadion bewegen konnte. Alles in allem scheinen wir mit dem Video doch etwas ins Rollen gebracht zu haben. Denn tatsächlich hat mir eine Person geschrieben, die in einem Stadion arbeitet und die schreibt mir folgendes. Dank dir brauchen wir als Mitarbeiter mit echter Akkreditierung nun 60 Minuten von Check-in bis zum Arbeitsplatz in den VIP-Logen der Influencer, die ich eh nicht kenne. Man muss nun täglich... Digga, gibt's für Influencer da extra Tickets? Ich verstehe es bis heute nicht. Ja, warum weiß ich davon nichts? Ja, quasi. Annika, warum weiß ich davon nichts? K.A., warst du ja nicht da? Hä, ich hab dich doch gefragt, ob... Hä, oder bin ich dumm? Hä, ich hab dich doch gefragt, ob für EM man irgendwie an Tickets rankommen kann. Oder nicht? Oder, doch, hab ich. Ich glaub schon. Ja eben, ich dachte auch, dass die alle ihre Tickets selber kaufen. Deswegen hab ich's dann auch einfach... Also ich hab selber versucht, ein Ticket zu kaufen. Aber die Seite ist halt die ganze Zeit abgeschmiert und ich konnt einfach nicht machen. Haben jetzt Connection, check nochmal. Oh mein Gott, das wäre geil. Selbst kaufen, lull. Digga, Opfer, wenn sich selber kauft. Nein, aber Retalk, ich hab getried, vor der, zwei Monate oder drei Monate vor, oder ich glaube zwei, drei Monate vor der EM, aber ich hab's nicht hinbekommen. Die waren direkt ausverkauft und meine Seite hat auch irgendwie richtig geleckt und alles. Wirklich eine neue Zugangskarte. Aber ich würde, also, scheiß mal auf dieses ganze Influencer raus, Digga, die können wir alle meine Eier lecken, Alter. Wenn ich da zu einem Portugal- oder Deutschland-Spiel kann, Junge, dann gehe ich da sofort hin.
holen, abends abgeben, zweimal durch die Sicherheitskontrolle und gefühlt alle 15 Minuten seinen Standort scannen. Sie hat das Ganze mit Lachsmilies geschrieben, dementsprechend nimmt sie das Ganze mit Humor und auch ich finde das völlig in Ordnung, wenn so die Sicherheit von den ganzen Menschen im Stadion gewährleistet werden kann. Dementsprechend habt Verständnis, wenn es bei den Einlasskontrollen ein bisschen länger dauert, es ist alles nur zu eurem Wohl. Ich möchte mir natürlich nicht anmaßen, dass es jetzt wegen meinem Video länger dauert, aber alles in allem sollte man da geduldig sein, denn am Ende haben wir alle Bock auf ein großes Fußballfest, auch ich. Ich werde es jetzt von zu Hause gucken, denn ich darf nicht mehr ins Stadion. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Willst du so Deutschland-Spiele oder findest du auch andere interessant? Portugal. Portugal, Deutschland. Finde ich noch irgendwas interessant? Nee. Nö. Ciao, ciao. Oder? Nö. Vielleicht Frankreich nicht. Österreich? Nö, juckt.